Was darf ich nicht tun, während ich in diesem Ihram-Zustand bin? Ich darf nicht die Haare kürzen oder auch nicht die Finger- und Fußnägel kürzen. Also während dem Ihram-Zustand darf ich nicht absichtlich Haare schneiden oder Finger- oder Fußnägel schneiden, sondern das macht man alles vor dem Ihram-Zustand. Ja, da, gut, Haare brauchst du nicht zu schneiden, weil am Ende der Hajj machst du es ja trotzdem weg. Aber zum Beispiel Fingernägel, ja, besonders für die, die so ein schnelles Wachstum haben, dann wäre angebracht, kannst ja vorher schneiden, wenn es schon zu groß wäre. Ja. Auf jeden Fall, du darfst es vorher machen. Ab dem Ihram-Zustand darfst du weder die Haare schneiden, noch die Nägel schneiden. Ab dem Ihram-Zustand darfst du kein Parfüm mehr auftragen und auch nichts benutzen, was Parfüm besitzt. Also auch keine parfümierte Seife. Darf ich keine Seife benutzen? Doch, aber ohne Parfüm. Ja, was ist, wenn ich vor dem Ihram Parfüm aufgetragen habe, Mashallah, und das ist so ein Luxusparfüm, das dauert 5 Jahre an? Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, du darfst nicht nach Eintritt in den Ihram-Zustand Parfüm auftragen. Vorher darfst du, nachher darfst du nicht. Was du auch nicht während dem Ihram-Zustand machen darfst, ist jagen. Du darfst nicht jagen. Jetzt kommt heutzutage und sagt, fliege ich nach Mekka, um zu jagen. Ja, früher gab es kein Restaurant. Ja, und das heißt, du konntest nicht dann nach der Umrundung mal kurz Kentucky in diesem Tower in Mekka essen, sondern ja, du musst nach Essen suchen. Ja, und vielleicht musst du jagen, um zu essen. Also was mache ich? Nein, guck, dass du was anderes isst. Jagen darfst du nicht. Du als Pilgerer darfst nicht jagen. Dann ist es auch verboten, Geschlechtsverkehr zu haben, während dem Ihram-Zustand. Auch wenn du mit deiner Frau zur Pilgerfahrt gehst, Geschlechtsverkehr ist verboten während des Ihram-Zustands. Ebenso ist es verboten, einen Ehevertrag abzuschließen. Also wer dahin fliegt, um zu heiraten, der darf das nicht während des Weihezustandes. Und auch nicht um die Hand halten oder sowas, verloben. Oder, also alles, was mit Heirat zu tun hat, ist während dem Ihram-Zustand zu unterlassen. Und auch natürlich andere Berührungen der Ehefrau, die sind auch zu unterlassen, ja, also was nicht gleich Geschlechtsverkehr ist. Warum? Weil es könnte sein, dass aufgrund dieser Berührungen, natürlich Berührungen mit dieser Intention, ja, das heißt nicht, du darfst die Hand nicht halten deiner Frau, das darfst du schon, aber diese Berührungen mit dieser Intention der Begierde, das soll man unterlassen, also Vorboten des Geschlechtsverkehrs, das soll man unterlassen. Was ist, wenn man das nicht unterlässt? Man macht eines dieser Dinge, ja, dann gibt es Sühnetaten. Je nachdem, was du getan hast. Je nachdem, was du getan hast während dem Ihram-Zustand. Wenn es die Dinge sind, und zwar Verstoß gegen die Kleiderordnung, du hast doch eine Mütze angetragen oder Schuhe oder sowas, also ein Verstoß gegen die Kleiderordnung oder ein Verstoß gegen das Verbot, Haare zu entfernen oder Nägel zu entfernen oder Parfüm zu machen, wenn du einer dieser Aspekte getan hast, wenn das ein Verstoß war, dann gilt, dass du 3 Tage fasten musst oder du ernährst 6 bedürftige Menschen oder du schlachtest ein Opfer. Also eines dieser Taten musst du als Sühnetat machen.
entweder fasten oder ernähren oder ein Schlachttier opfern. Wenn es ein Verstoß gegen das Jagdverbot war, dann ist die Sühnetat, dass du ein anderes Tier opferst und natürlich das Fleisch dann verteilst an die armen Menschen. Welches Tier? Je nachdem, was du gejagt hast. Je nachdem, was du gejagt hast. Das heißt, es muss relativ gleich sein zur Größe. Ja. Sollte es eine Missachtung des Gebots sein, dass man keine Vorboten des Geschlechtsverkehrs umsetzt, ja, also Berührungen, ja, mit Begierde und Lust und so weiter und so fort, dann gilt, dass man ein Schlachtopfer erbringen muss und eben das Fleisch wird dann an die Bedürftigen dort in Mekka verteilt. Sollte es ein Abschluss des Ehevertrags sein, dann gilt, dass man Tauba machen muss. Es ist eine Sünde, aber es gibt keine Sühnetat, außer dass du eben aufrichtig diese Sünde bereust. Und sollte es der Geschlechtsverkehr sein, das macht die Hajj ungültig. Was heißt das? Du machst weiter. Du musst schon weitermachen. Aber du musst diese Hajj wiederholen. Also das ist so das Strengste, sagen wir mal, oder das Fatalste für einen Menschen, dass er dann, ja, das war's dann. Ja, du kannst nicht sagen, okay, dann gehe ich nach Hause. Nein, mach diese Pilgerfahrt weiter. Aber du musst die Pilgerfahrt nochmal wiederholen. Das gilt nur bei was? Bei Geschlechtsverkehr. Während des Weihezustands. Und was muss man dann auch machen? Man muss außerdem ein Schlachtopfer in Form eines Kamels erbringen. Also Schlachtopfer, deine Hajj weitermachen, obwohl sie ungültig ist, Hajj wiederholen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ja. Und deswegen sollte man auf jeden Fall dies unterlassen.